Ja, meine Freunde, und da sind wir wieder bei der nächsten Episode von Let's Play Skyrim. In der letzten Episode waren wir in der Kammer des Todes, wie ich sie so liebevoll jetzt mittlerweile nenne. Und nun ja, es war eher nicht so erfolgreich, wie wir es eventuell gewünscht hätten. Ups. Was da nicht alles liegt. Und daher lassen wir es da erstmal gut sein und. Nun ja, mach was anderes. Und zwar mache ich das, was ich eigentlich geplant hatte. Ich gehe so ein bisschen auf die Jagd und sammle ein paar Kräuter und schaue, ob ich ein bisschen Eisenerz mal finde. Ich will wissen, ob das Eisenerz unendlich ist und einfach nachwächst, so wie die Kräuter. Und eventuell finden wir irgendeine Höhle, wo wir schon mal drin waren. Wobei ich das bezweifle, weil ich eigentlich nicht in die Richtung gehe. Und können schauen, ob da die Gegner respawnen. Ja, so viel zu dem Plan für diese Episode. Warum lasst uns unseren Bogen zücken? So. Und einfach mal schauen gehen. Es wird also wieder eine etwas ruhigere Episode nach den letzten zweien, die da so ein bisschen, ja, voller Kampfeseifer waren. Und wir genießen einfach die schöne Natur und dieses epische Spiel. Oh, also Kräuter hat hier schon mal nicht bei dem Berg, aber vielleicht Eisenerz und Tiere. Ein bisschen jagen gehen, ein bisschen den Bogenskill erhöhen und so weiter und so fort. So. Dann, wenn ich jetzt wieder wüsste, ob das ein Freund ist, ne? Aber ich denke schon. Hier wandelt doch nicht ein einzelner Bandit lang. Wer bist denn du? Habt ihr euch lange genug an diesem grotesken Anblick gelabt? Ich sollte wohl dankbar sein, dass ihr mich nicht sofort angegriffen habt. Bist denn du für einen? Was hast denn du? Bist du krank? Ich bin einer der Befallenen. Ohne Periites Schutz wäre ich schon vor einem Jahr an dieser Seuche gestorben. Von was befallen? Wohin? Wo willst du Ich hin? gehe zurück nach Hochfels. Unser Hirte ist vom rechten Weg abgekommen, und ich fürchte, Periites Zorn wird all jene verschlingen, die bei ihm bleiben. Okay. Cash kann euch vermutlich mehr dazu sagen. Ich will nur so schnell wie möglich weg aus Himmelsrand. Finde Cash im Schrein von Perite. Okay, schauen wir mal. Verstummte Zungen machen wir erstmal weg. Dafür ist. Ja, brauchen wir gerade auch nicht. Ein bisschen weit weg. Das ist sehr interessant. Und das. Schauen wir mal auf die Karte. Was? Abbrechen. Moment. Wir sind da und schauen in diese Richtung. Da unten ist Weißfeld oder so, aber weit weg. Cache ist. Oh, da ist die Energiequelle. Da ist. Oh, das ist auch so weit weg. Gut, wir gehen nach Weißtal, verkaufen tausende Bücher. Sprechen mit dem Anrufer. Nein, wollen wir aber auch nicht. Was machen wir denn dann? Ich weiß es nicht. Leute, was machen wir? Walter mit Türme? Oh nö, wir laufen jetzt einfach so ein bisschen in Richtung Berge weiter. Wir folgen einfach mal dem Weg hier. Ellie haben wir ja in Weißfels gelassen, deshalb können wir nicht reiten und finden vielleicht mehr Kräuter. Wer weiß, vielleicht laufen wir doch so ganz weit da hoch und finden auch irgendwas. Das sieht zum Beispiel nach coolen Ruinen aus. Das zieht mich an. Oh, wild. Schuss. Und Treffer. Und wir sehen unten rechts, dieser Bogen hat Aufladungen. Deshalb möchte ich jetzt schauen, ob ich einen anderen Bogen habe. Nein. Kann ich da jetzt einfach eins drücken? Oh, T-Ladung. Ach, ich kann den mit C. Aha. Wie cool. Ich kann den mit Seelenstein wieder aufladen, okay. Oh, Lydia. Oh, ich wollte gerade sagen, Mädchen. Tu mich jetzt hier nicht und so allein lassen. Okay. Das sind eher keine Eisenerzfelsen. Die
Ruinen interessieren mich. Das sind bestimmt wieder Banditenruinen. Jedenfalls, wenn es eine Höhle ist, gehe ich erstmal nicht rein. Ich habe so viele Höhlen in letzter Zeit gezeigt. Ich möchte immer ein bisschen hier was anderes zeigen. So ein bisschen Kräuter sammeln und so weiter und so fort. Ich wiederhole mich schon wieder. Hä? Ist ja schlimm mit mir heute. Oh, da ist was. Da steht was. Ist das ein Wort? Sieht das wie ein Opferschrein? Oh. Und die haben direkt Opfer für uns. Huhu, Lachsbraten. Ach, egal. Ich will nicht so viel essen. Ich nehme lieber hier den Lachs noch mit. So. Lachsfleisch kann ich da jetzt kochen? Ich weiß, dass man in dem Spiel auch kochen kann. Ein toter Bandit. Hier war bestimmt Ellie schon mal. Und er hat einen normalen Jagdbogen. Gut, gut, gut. Perfekt. Lager stille Monde. Nein, da möchte ich jetzt nicht rein. Achso, das war kein Wort, das sah nur so aus. Aber es sind ein Haufen tote Banditen. Lass uns mal da hochgehen, vielleicht ist da einer. Der nächste tote Bandit. Oh, der hat kein Geld. Ein nackter Bandit. Waren wir hier schon? Ach, natürlich waren wir hier schon. Ha, ha, ha. Also Ellie hat hier wirklich gewütet, aber naja. Ey! Hallo? Okay, also sein Gesäß ist gepanzert. Boah, wenn das jetzt getroffen hätte. Was? Bist du denn für eine? Geh weg. Ich hab gesagt, geh weg! Wow. Oh, oh. Sie ist weggegangen. Oh, Kräuter. Ich frage mich, ob das auch irgendein Skill erhöht, wenn man Kräuter sammelt. Da ist ein Mammut. Zwei Mammuts. Oh nein, also eine Mammutherde können wir uns nicht leisten. Waren wir da schon? Es ist Redorans Zuflucht, genau. Wir kommen von dem Weg ab, wo wir hin wollen. Hm. Lasst mich mal irgendwas ausprobieren. Und zwar, es hieß, wenn ich da drauf drücke, gedrückt halt und jetzt 1. Hey! Oh, wie genial! Danke für den Tipp, mein Freund. Mir hat jemand gesagt, wenn ich da drauf klicke, drauf bleibe und 1 drücke, kann ich das mit einem Hotkey versehen. Und ich kann es. Huhuhuhu. Und das ist einfach geil. Und dann Heilung. Beidhändig. Ist die 3. Und Flammen beidhändig ist die 4. Ey, stopp. Ach, ich brauche sogar bloß drauf gehen. Okay, aber das funktioniert dann halt noch nicht so ganz. Da brauche ich zum Beispiel... Moment, muss ich anders machen. 1, 2, 3, 4, 5. Wenn ich jetzt 5 mache, genau, und jetzt 4 mache und nochmal 4, wenn ich jetzt 1 mache und 2 oder 3 oder 1 und 5. Haha. Sehr schön. Huhuhu. Gefällt mir. Wir haben endlich Hotkeys. Oh. Ach, verdammt. Ist das der mit dem Pfeil im Gesäß? Wenn ja, hat er jetzt noch einen. Oh, es war zu weit. Wie habe ich bei der anderen Jagd-Episode gesagt, unten im Kommentar geschrieben, ich glaube, ich würde verhungern. Nun ja. Das beweist ja jetzt alles und so. Massenpanik unter den Hirschen. Lang lebe der Zweifachschaden für einen Schleichangriff. Jetzt weiß ich, warum Jäger immer auf die Pirsch gehen.
Ups. Ma, ich schieße immer vor die. Also Reichweite einschätzen ist ganz schlecht ohne Zoom. So, letzter Versuch. War zumindest nah dran, sonst wäre er nicht geflüchtet. Gib mir mal, na, dann gibt es mir nicht den Pfeil wieder. Schau mal, wo sind hier noch so Pfeile? Ich wollte eigentlich mehr Kräuter als Pfeile verschießen, aber egal. Jetzt müssen wir auch noch die Pfeile wieder suchen. Gottes Willen. Lassen wir. Oh, da ist ein Wagen. Stellen wir mal wieder auf. Nicht? Ha. Ach. Gerr. Tada. Ja, muss auch mal sein. Zack. Nein! Achso, der Rad, der Kohl soll das Rad blockieren. Weg da. So. Ey, Kohl, geh rein da. Das ist dein Wagen. Kann ich den jetzt dann aufheben und schieben? Schade. Dann sag mal den Kohl überall. So. Zwei haben wir wieder reingetan. Wir sind ganz brav. Den Rest nehmen wir selbst. Und schauen, was das da für ein Haus ist, was wir auf der Karte sehen. Oder nee, ich will wissen, was das für ein Symbol ist. Dieses Symbol sieht nämlich sehr, sehr seltsam aus, finde ich. Und da fliegt ein Hirsch. Der bestimmt einen Pfeil im Gesäß. Egal. Hey. Was zum Henker? Bär geht auf Fuchs, Wolf geht auf Bär, Fuchs ist tot, Wolf gibt sich mit dem Fuchs zufrieden. Hä? Hey. Grünquelllichtung. Okay, das ist sozusagen eine Höhle, ein Unterschlupf mit einem Haufen Toten und Wolfspelzen. Ach, der Besitzer scheint tot zu sein. Außer der Besitzer ist ein Bär. Ja, doch, der Besitzer scheint tot zu sein. Der ist am Bier gestorben. Oder am Lachsbraten. Oder am Wildbret. Haha. Ein paar Pfeile sind gut. Und ein Buch. Das erhöht bestimmt gar nichts. Jo. War ja klar. Ein Jagdbogen. Ah, eine Truhe. Können wir mal wieder was knacken? Ja. Das war sehr spannend. Aber hat die Schlossknackenfähigkeit verbessert. Gib mir die Pilze. Gib mir die Pilze. Glühwürmchen. Lass uns Glühwürmchen fangen. So. Und du sollst ja nicht alleine bleiben. Ob ich so ein Glühwürmchen jetzt essen kann? Ich will es nicht austesten. So. Was sind das für tollwütige Tiere da? Oh. Ich habe Frostschaden auf der Waffe drauf, falls ihr euch erinnern könnt. Danke fürs Blocken, nicht erhöhen, du blöder Bär. Und tot ist er. Hey, du bleibst du da, ich will dich looten. Okay, jetzt kannst du runtergehen. Okay, eigentlich wollte ich den in der nächsten Episode töten, weil ich ihn für stärker gehalten habe, aber das hat sich erledigt. Wir beenden dann mal unsere Episode für heute. Ach, warum für heute? Nein, da kommen noch 7 andere heute. Wieder mindestens 10 Stück. So. Das ist Ansage für alle, die schon wieder drauf fiebern. Für alle, die das später in einem Jahr oder so schauen. Ich habe relativ viele Episoden hintereinander hochgeladen zum Erscheinungszeitpunkt von Skyrim. jedenfalls bis zur nächsten Episode, wo wir mal schauen, ob da oben Eisenerz ist. Bis dann. Tschüss.